Das geht nicht. Wie soll ich den denn reinwerfen? Das ist ja gar nichts. Janik hat sehr viele Schwächen, ne? Gerade im Kopf. Er wird leicht überheblich. Körperlich müssen wir gleich drüber reden. Herzlich willkommen zu Janik vs. Chacha. Heute geht es um die Shooting-Qualitäten der beiden. Wer von euch fängt an? Also Janik, du hast 9 Bälle und die Super-Rosine Kalli, die du versenken musst bei Chacha. Was ist deine Strategie? Natürlich alle versenken. Bitte. Mello gibt das Zeichen. Ich glaube, wir können starten. Oh. Nicht nach hinten, Chacha, nicht schummeln. Ich bin ehrgeiziger als Janik. Ich bin besser. Ich bin besser, besser, besser. Oh, das war der erste. Passt. Und der letzte. Oh, der ist drin. Janik, 2 Punkte. Ich glaube, Chacha wird auch nicht mehr treffen. Wir sind gespannt. Die Ärmchen sind zu kurz dafür. Guck mal, so, wenn er so ist, ist genau perfekt. Aber er fängt jetzt an, seinen Kopf nach hinten zu machen, weil er nur 2 getroffen hat. Wir sind bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, knapp daneben. Nochmal genau die gleiche Stelle. Das ist ja gar nichts. Nee. Komm, komm, komm. Jetzt ist er nervös. Oh, der war fast auch. Einen hast du noch. Wenn du den jetzt triffst, der zählt doppelt. Er weiß, dass er am Ende verliert. Er weiß, dass er am Ende verliert. Wenn du den jetzt triffst, der zählt doppelt, dann seid ihr, habt ihr Gleichstand. Das geht nicht. Wie soll ich den da reinwerfen? Ich hab keinen Ball. Es geht nicht. Guck mal, wenn er sitzt, die Chance, dass ich so treffe, gerade, so bist du gerade. Ganz ehrlich, schlechter Verlierer. Schlechter Gewinner. Ja. Ich habe nur einen Kontoauszug von Mello gesehen, stand Janik Frese 250 €. Deswegen kann ich verstehen, dass Janik am Ende als Sieger hier rausgegangen ist.